Ja, nicht nur bei den Großen. In der Bundesliga wurden am Wochenende Meisterschaft oder Klassenerhalt gebührend mit Bier oder Sektdusche gefeiert, auch hier bei uns in Norderstedt. Standen am letzten Spieltag in den Amateurligen noch einige wichtige Entscheidungen an. So konnte Thura Haaksheide in der Bezirksliga zum Beispiel mit einem Sieg zu Hause gegen den SC Eilbek noch die Aufstiegsrunde zur Landesliga erreichen. Voraussetzung dafür: Thura als Dritter muss im letzten Spiel mehr Punkte holen als der um einen Zähler besser positionierte Zweite vom SC Poppenbüttel. Thura Haaksheide ganz in Blau hatte seine Hausaufgaben gemacht und führte durch einen Doppelpack von Björn Roggo zur Halbzeit gegen den SC Eilbek bereits mit 2:0. Die entscheidende Frage war nun, was macht der um einen Punkt bessere Tabellenzweite SC Poppenbüttel zur gleichen Zeit beim ETV? Thuras Fußballobmann Thomas Hochmuth hatte einen heißen Draht nach Eimsbüttel und erfuhr, dass auch der SCP zur Pause mit 1:0 vorne lag, sodass sich nach 45 Minuten an der Tabellen Konstellation nichts geändert hatte. Poppenbüttel immer noch einen Zähler vor Thura Haaksheide. Warum Thura nach einer sensationellen Rückrunde mit 13 Siegen aus 16 ungeschlagenen Spielen nicht noch weiter oben steht, hängt unter anderem auch mit der durchwachsenen Hinrunde zusammen. Man hat schon in der Hinserie auch gesehen, dass wir uns auch erstmal finden mussten. Ich hatte schon zur Winterpause gesagt, es wird sehr, sehr schwer sein, uns in der Rückserie zu schlagen. Das hat sich bewahrheitet, eben 8 Spieler mal eben neu einzubauen, auch wenn sie aus höheren Ligen kommen, ist eben halt nicht so einfach. Und da haben wir den einen oder anderen Punkt auch in der Hinserie einfach liegen gelassen. 5 der insgesamt 6 Niederlagen kassierte Thura nämlich in den ersten 12 Spielen der Saison. Nach diesem Foul an Marcel Şahin gab es Elfmeter für Thura, den der gerade zuvor eingewechselte André Bukalarski sicher zum 3:0 verwandelte. Ganz bitter verlief der Nachmittag für Thuras Paul Ramsa, der 5 Minuten nach seiner Einwechslung mit einer schweren Knieverletzung wieder raus musste. Das ist natürlich bitter für ihn, weil er auch gerade eingewechselt worden ist. Ich weiß nicht, was er hat. Seine Kniescheibe ist wohl rausgesprungen. Das ist natürlich dann auch noch bitter, dass im letzten Punktspiel sowas dann passiert, hier zu Hause dann noch. Ich kann da nur gute Besserung wünschen meinem Spieler. 3:0 gewannen die Haaksheider die Partie und erfüllten somit ihre Pflicht. Nun hieß es warten bis zum entscheidenden Anruf aus Eimsbüttel. Was? 2:0 für Poppenbüttel? Ah, Mist. Scheiße. Ah, okay, dann war's das. Okay, dank dir. Ciao. Ich wäre ganz gerne nochmal aufgestiegen. Ich glaube, für die Mannschaft war das alles okay. Alster hat eine sehr gute Serie gespielt. Die Enttäuschung ist, jetzt heute ist sie groß, aber insgesamt ist sie, glaube ich, nicht so groß. Ne? Jetzt sehen wir hier leider auch im Hintergrund den Krankenwagen. Der Paul Ramser hat sich ziemlich schwer verletzt. Trübt das auch so ein bisschen die Freude über den Sieg heute? Die Stimmung auf jeden Fall. Also nicht aufgestiegen. Jemand hat sich verletzt, anscheinend schwer verletzt. Und von daher ist natürlich keine tolle Stimmung heute. Ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt, klar. ETV haben wir gehofft, dass da ein bisschen was passiert. Ein Unentschieden hätte ausgereicht. Und die Jungs haben einen super Job gemacht. 16 Spiele ohne Punktverluste im Grunde zu spielen, also ohne Niederlage. Das ist schon eine Leistung in diesem Jahr, die muss ich schon sagen. Ich glaube, die gab es noch nicht bei uns. So meiner Zeit jedenfalls nicht. Das war's dann also für Thura. Nach dem 2:0 von Poppenbüttel beim ETV bleibt den Haaksheidern nur der undankbare 3. Tabellenplatz. Wir müssen, so wie ich, jetzt nach vorne gucken und den Kopf hochhalten und dann in die neue Saison gehen und planen mit neuen Leuten und komm, alles, auf die was. Gute Saison. Ja. Das habt ihr wohl hoffentlich nicht gefilmt. Nein, natürlich nicht. Es wurde noch ein langer, feuchtfröhlicher Abend, an dem der Frust des verpassten Aufstieges heruntergespült wurde. Ja, und auch wir von Noah 4 wünschen Paul Ramser natürlich erstmal gute Besserung.